Da oben steht der liebe, da oben könnt ihr euch einen Moment umdrehen, steht der liebe Jürgen, letzte Absprachen mit der Presse. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt in wenigen Minuten hier oben drauf sein wird und euch von unserem tollen Parteiprogramm erzählen wird. Vielleicht holt er ihn schon mal klatschend ran. Jetzt hat er uns lange genug warten lassen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Super. Also einen riesen Applaus. Jürgen Thondörfer. Ich grüße Köln. Ich grüße Deutschland. Ich grüße euch alle. Herzlich willkommen. Eigentlich reicht Würde für diese Veranstaltung, das würde das Kölner Gesundheitsamt, das uns massiv behindert hat bei dieser Veranstaltung, in schikanöser, rechtswidriger Form, ich muss das einfach mal sagen, sehr freuen, wenn ich nur einen Satz sagen würde. Diese Regierung muss weg. Ich halte Corona für eine Gefahr, aber die viel größere Gefahr als Corona ist diese Regierung, diese krisenunfähige Regierung, dieser aufgescheuchte Hühnerhaufen, der aufgeregt, gackernd eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft und der jeden Tag gegen seinen Amtseid verstößt, Schaden vom deutschen Volk abzuwehren. Diese Regierung schadet jeden Tag unserer Bevölkerung. Sie sehen Statistiken über Inzidenzzahlen und. Das sind Tragödien, wenn ein kleiner Unternehmer sein kleines Geschäft zumachen muss. Das ist doch nicht irgendeine Geschichte. Aber sie kriegen nichts hin. Ich habe aufgrund meines biblischen Alters von 180 Jahren alle Regierungen nach dem Krieg miterlebt. Das ist mit Abstand die schlechteste Regierung, die ich jemals miterlebt habe. Und ich bin stolz auf unser Land. Das ist ein tolles Land mit tollen Menschen, begabten Menschen. Ich sage auch, wir haben auch eine tolle Polizei. Ich begrüße ganz herzlich die Polizei, die viel konstruktiver war als das Gesundheitsamt. Ich sage, dieses Land braucht die Wende. Ich habe eben mit einem jungen Journalisten gefragt, der gesagt hat, warum haben Sie Ihr gemütliches Leben aufgegeben und gehen nochmal in die Politik? Für die kommenden Generationen. Yeah! Weil wir, sagen wir, Nastasia hat gerade gesprochen, wir, eine bunte Truppe aus der ganzen Welt, Nastasia kann gar nicht schildern, woher du überall kommst, aber Puerto Rico ist nur ein Land, ihr Mann ist Amerikaner, deutsche Staatsangehörigkeit. Wir wollen, dass die kommende Generation eine Chance hat, aber unter dieser Regierung hat sie keine Chance. Ich gebe Ihnen Beispiele. Wir erleben seit Jahren in diesem tollen Land, in diesem tollen Land der Erfinder und Ingenieure und guten Handwerker einen fast ununterbrochenen Abstieg in allen Bereichen. Beispiel internationale Wettbewerbsfähigkeit, die Attraktivität unseres Landes für Investitionen, unsere Chancen, unsere Produkte auf der Welt zu verkaufen. Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Da waren wir auf Platz 6 vor ein paar Jahren. Jetzt liegen wir auf Platz 17.
Merkel. Bei den Informationstechnologien, Merkel, die man ja nicht angreifen darf, bei den Informationstechnologien stehen wir, ich meine, das ist das Zentrum, um das sich alles dreht im Augenblick, stehen wir auf Platz 36 in der Welt. Bei mobilen Breitbandanschlüssen auf Platz 58. Ganz schlecht Bayern. Bayern ist fast überall. Ganz schlecht. Katastrophe. Ich meine, wenn der Mann Kanzler wäre, da kann man nur auswandern. Ich kann da sagen, schauen Sie sich seine Augen an, da wissen Sie alles über seinen Charakter. Dieser Mann geht auf dem Weg zur Macht, die er erringen darf. Das ist was Normales, dass Politiker an die Macht wollen. Zerlegt als erstes die CDU, die Schwesterpartei, die demontierte, die steht geschlossen hinter einem anderen Kandidaten. Das ist doch Herrn Söder wurscht. So hat er doch auch den Seehofer abgeschossen. Schauen Sie sich seine Augen an. Ich schaue sie mir lieber nicht an. Und nur einen Satz. Also für uns wäre das ja, wenn ich jetzt nicht an Deutschland denken würde, wenn ich nur an unsere Partei denken würde, der Mann hat das schlechteste Wahlergebnis der CSU aller Zeiten erzielt. 38% hat er gekriegt. Strauß hatte 60. Und das ist ein Vorbild. Mein Gott. Und bei den Plätzen, wo wir abgesackt sind und wo man einfach nicht zuschauen kann, im Interesse unseres Landes, im Interesse Ihrer Kinder, eurer Kinder, bei der digitalen Ausbildung von Lehrern stehen wir nach der PISA-Studie auf Platz 76 von 78 Ländern. 76, drittletzter auf der ganzen Welt. Und das zeigt die ganze digitale Verluderung. Verluderung dieses früheren Tabellenführers, Welttabellenführers in Technologie. Wie ich sagte, des Landes der Erfinder und Ingenieure. 76. von 78. Und das ist jetzt irgendeine Zahl. Sie, diese Kinder haben, Sie wissen doch, ihr wisst doch, was das bedeutet. Dass jetzt Kinder zum Beispiel in bildungsschwachen Familien, in einkommensschwachen Familien keine Chance haben. Weil die Lehrer keine Chance haben, weil die Lehrer nicht ausgebildet sind. Weil es keine Computerausbildung gibt. Drittletzter auf der Welt, dieses Hochtechnologieland. Das ist Frau Merkel. Ich komme nachher noch mal drauf zu sprechen, wie dramatisch das für viele Familien ist, dass die Lehrer die Kinder nicht ausbilden können. Und dass hier eine Generation heranwächst, das sind zigtausende, die keine Chance bekommen. Ich kann nur noch mal sagen, aufgrund dieser Regierung. Die erfolgreichsten Smartphones, Suchmaschinen, soziale Notwerke, soziale Software, kommen alle aus Amerika und aus China. Selbst unsere Solarzellen, auf die die CDU und die Grünen so stolz sind, selbst unsere Solarzellen werden inzwischen in China hergestellt. Da waren wir einst Weltmarktführer. Jetzt gibt es unter den... Jetzt gibt es unter den ersten 30 Solarzellen produzierenden Firmen auf der Welt keine einzige deutsche Firma mehr. Das ist alles Ausland. Und da finde ich, das kann nicht weitergehen in dieser Weise. Und es kann auch deswegen nicht weitergehen mit dieser Regierung, weil wir eine Welt im Umbruch haben. Wir erleben zurzeit alle gemeinsam. Ich vielleicht nur noch 30 Jahre, Sie noch 50. Wir erleben zurzeit die größte technologische Revolution der gesamten Menschheitsgeschichte. Die größte technologische Revolution.
Die Stichworte heißen künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Gentechnik, Zukunftsmedizin, Digitalisierung der gesamten Welt. Und wenn wir diese Probleme lösen wollen, neben den anderen Problemen, dem Problem der Verschuldung, dem Problem des Klimawandels, dann müssen wir technologisch wieder Weltklasse werden. Richtig gut werden. Wir müssen Deutschland wieder zu einem führenden, menschlichen, führenden Hochtechnologieland machen, wenn wir sichere Arbeitsplätze wollen, wenn wir sichere Renten wollen, wenn wir eine sichere Gesundheitsvorsorge wollen. Das ist die Aufgabe. Die sollte Herr Altmaier lösen. Hallo. Das sind die Symbole Altmaier und Scholz. Ich habe neulich einen Freund gefragt, Handwerksmeister, Malermeister, 70 Jahre alt, der hat immer nur gearbeitet. Und der will jetzt mal ein Jahr frei haben. Der will ein Jahr, sagt, ich möchte wie du einmal um die Welt reisen. Da ich gesagt, ja, bist du auch eine kaputtgeschossene Schulter und geschossen im Kopf und eins im Knie. Nein, das will ich nicht. Aber ich habe gesagt, und da sagt er, kennst du einen, der meine Firma mal ein Jahr führen könnte, treuhänderisch? Da ich gesagt, klar, da gibt's einen, der ist Wirtschaftsminister, bis September, dann ist er seinen Job los. Der könnte es machen. Und dann hat mein Freund, der Malermeister, gesagt, als er hörte Altmaier, einen Schrei ausgeschossen. Neu, der nie, der macht meine Lade kaputt. Schrecken löst Altmaier aus. Ein persönlich netter Mann. Aber es reicht halt nicht, um Wirtschaftsminister eines Landes zu sein. Vor allem nicht in Deutschland. Und all diese Probleme, von denen ich gerade gesprochen werde, sind auch riesige Chancen. Digitalisierung der Welt ist eine Chance, Gentechnologie ist eine Chance, Zukunftsmedizin ist eine Chance. Aber nicht mit den Leuten. Mit den jetzt regierenden Leuten schaffen wir es nicht. Und auch die Oppositionsparteien, also wenn es halt, ist alles Kommando, auch die Oppositionsparteien sind keine echte Alternative. Schauen Sie, ich finde, dass die Grünen ein sympathisches Paar an der Spitze haben. Ich komme da nachher noch drauf. Ich wäre gerne mit denen befreundet, die vielleicht nicht mit mir, aber das macht nichts. Aber zu den Grünen als Partei muss ich jetzt mal ganz hart sagen, die haben alles mitgemacht, was diese Regierung falsch gemacht hat. Die Grünen waren in den letzten Jahren die heimliche Koalitionspartnerin von Merkel, seit Merkel nach Fukushima aus der Kernkraft ausgestoßen ist, wo es in der Tat 19.000 Todesopfer gab. Aber die sind ertrunken. Es gab ein einziges Kernkraftopfer. Eins. Und das ist Merkel aus der Kernkraft ausgeschickt. Darüber kann man reden. Da kann man wirklich drüber reden. Aber dann braucht man eine Alternative. Und die hat keine Alternative. Und sie steigt gleichzeitig parallel aus der Kohle aus. Und da hat das Wall Street Journal, eine berühmte amerikanische Wirtschaftszeitung, geschrieben, das ist die dümmste Energiepolitik der Welt. Ja. Die Grünen sind in dieser Zeit des Fortschritts, des Wandels. Die Grünen sind eine fortschrittsfeindliche Partei. Sie sind eine Partei des fröhlichen Schuldenmachens. Die Grünen sind die Partei der noch höheren Steuern. Die denken, wenn sie ihnen 100 oder 200 Euro aus der Tasche nehmen, Sie wissen besser, wie mit dem Geld umgegangen wird als Sie. Und das sagen wir, der Bürger weiß das besser. Die Grünen sind die Partei der Steuererhöhung, waren das immer. Und die Grünen, die einst angetreten sind als Friedenspartei,
sind die Partei der ständigen Teilnahme an Kriegen. Das sage ich verflucht nochmal. Warum tretet ihr nicht mehr für Frieden ein? Es gibt keinen Krieg, gegen den sich die Grünen gewehrt haben. Die Grünen haben beim ersten Krieg der Bundesregierung am Kosovo-Krieg sich stolz beteiligt und haben dann gesagt, jetzt sind wir erwachsen geworden. Erwachsen werden durch das Totschlagen anderer Menschen. Diese Politik will ich nicht. Und jetzt sage ich noch etwas, was die wenigsten vergessen haben. Die Grünen sind auch eine Partei, die sich in den 80ern für die Freigabe von Sex mit Kindern eingesetzt hat. Und das vergessen die Leute. Aber die Politiker sind noch da. Die Leute, die das wollten, sind noch da. Und die Kinder damals, für die sie die Freigabe des Sexes gefordert haben, das waren Kinder im Alter meiner Kinder. Und deswegen sage ich, eine Partei, die sowas im Kopf hat, kann Deutschland nicht führen. Die FDP, kann ich kurz machen, impotent. Die wollten immer und als sie vor 4 Jahren mal durften, konnten sie nicht. Da sind sie abgehauen, haben sich in die Büsche geschlagen. Die Linke ohne Wagenknecht, Sarah Wagenknecht schätze ich persönlich sehr, die Linke ohne Wagenknecht ist unbedeutend. Und die AfD ist ein Schaden für unser Land. Mit Fremdenhass kann man keine Politik machen. Und auch wenn uns Deutschland noch nicht kennt, wir fangen ja heute erst richtig hier an. Ich sage, wir, jeder, der dieses Programm lesen kann, jeder, der es gelesen hat, sagt mir Ähnliches. Wir sind die Alternative zu dieser Chaospolitik der Regierung und der Oppositionsparteien. Weil wir ehrlicher sind, weil wir menschlicher sind und weil wir friedlicher sind. Wir sind die einzige Partei, die sich gegen alle Kriege wendet. Die Linken wenden sich, die Linken auch, aber wenn Russland was macht, dann hört man nicht mehr sehr viel. Und ich sage auch, wir sind die Alternative, weil wir kompetenter sind als diese Partei. Oder die genannten Parteien. Schauen Sie sich mal die Berufe unserer Berufspolitiker an. Auch der 2 für mich wirklich besonders sympathischen Grünen. Habeck ist Kinderbuchautor. Wunderbar! Ich möchte mit einem Kinderbuchautor befreundet sein. Ich finde die Welt der Kinder wunderbar. Aber es ist nicht die Welt, in der die Menschen leben. Ein Kinderbuchautor, der sonst nie was anderes gemacht hat, kann nicht Kanzler Deutschlands werden. Wo ist die Lebenserfahrung? Da hat jede Krankenschwester, Menschen, vor denen ich besonderen Respekt habe, viel mehr Lebenserfahrung als dieser Mann, dem Journalisten die Pendlerpauschale erklären müssen und dem man erklären muss, bei Fernsehinterviews, warum man eigentlich für Assange sich einsetzen sollte, weil er sich nur für Nawalny einsetzen wollte. Und Frau Baerbock, charmante Frau, gescheite Frau, hat nur Partei gelernt. Sie war Assistentin eines Abgeordneten und anschließend wurde sie Assistentin der Grünen Partei und jetzt ist sie Parteivorsitzende. Welche Lebenserfahrung! Was weiß die davon, wie es ist, wenn man im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen muss? Was weiß sie von den kleinen Geschäften, von den kleinen Selbstständigen, die jetzt kämpfen? Ob sie als Pleitier den Rest ihres Landes von Sozialfürsorge, von Hartz IV leben müssen? Was weiß sie davon? Gar nichts! Überhaupt keine Ahnung. Und deswegen können Sie... Das ist ein Problem unseres Landes. Auch die Berufe vieler Abgeordneter, auch Altmaier war Europabeamter. Hallo, klar, toll.
Heiko Maas hat vor seinem Studium mal gejobbt. Oh. Befort. Das kommt dann raus, wenn Sie seine Außenpolitik sehen. Der war noch nie in einem gefährlichen Gebiet. Der redet ständig über Krieg, aber vergessen, er weiß gar nicht, was das ist. Oder Sven Scheuer, das ist der, der die Maut für die Maut hunderte von Millionen ausgegeben hat, obwohl das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes noch ausstand. Der tritt nicht zurück. Der gibt uns auch die Hunderten von Millionen nicht zurück. Der hat auch keinen Schadenersatz. Tritt wieder an, will wieder Minister werden. Und da sollten wir was dagegen tun. So, jetzt sage ich ganz kurz mal was über meinen Beruf. Ich war 10 Jahre lang, jedes Jahr 2 Monate Bauhilfsarbeiter. Richtig dreckige Arbeit machen dürfen. Viele von euch haben auch geschafft. Ich habe das 10 Jahre gemacht. Ich war Universitätsassistent mit einem Lehrauftrag im Staatsrecht. Über die Rechte des Staates, wo ich, wenn ich an unser Gesundheitsamt hier denke, nur staune, ich mache es mal ganz freundlich, eigentlich nur staune. Ich war Richter in einem Terroristenprozess gegen deutsche Terroristen, Rote Armee-Fraktion, ich sage auch nochmal unserer Polizei, der hat einen Polizisten in Kaiserslautern ermordet und dafür lebenslang bekommen, leider längst wieder frei. Ich war Mitglied des Bundestages, nehmt's mir nicht übel. Und ich war über 20 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender eines der größten Medienkonzerne Europas und hatte über mir noch den lieben Gott, also den Eigentümer. Aber sonst musste ich ran. Das heißt, ich weiß, was Wirtschaft ist, anders als Herr Altmaier. Und da die Betriebsräte meine engsten Freunde waren, als ich nach 22 Jahren meinen Abschied gegeben habe, habe ich keine Feier gemacht mit den Vorständen. Nichts mit Schlössern und irgendeine große Veranstaltung. Ich habe eine Veranstaltung gemacht, die habe ich gezahlt für unsere Betriebsräte. Und die haben geweint, als ich gegangen bin. Und anschließend habe ich, da wurde es irgendwann, dachte ich, muss ja noch was tun. Anschließend habe ich, weiß nicht, wie man das nennen soll, Weltreporter gespielt, bin in die Krisengebiete der Welt, habe versucht, Konflikte mitzulösen, habe mit der iranischen Regierung, der syrischen Regierung, mit Rebellenorganisationen, mit ihrer Führung, mit Terroristen, mit der afghanischen Regierung, mit den Taliban und all diesen Leuten gesprochen und habe versucht, manchmal sogar als ja, wie soll ich sagen, Postbote dieser Regierung. Ich habe das in Büchern geschrieben. Mitzuhelfen, Kriege zu beenden, weil Kriege immer scheiße sind. Und ich trage die Folgen dieser Reisen alle in mir. Die Mitglieder wissen das. Ich habe hier im linken Bein den Teil einer Kugel, einer Kalaschnikow aus dem Jahr 1985. Nein, da bin ich irgendwann verloren. Da ist leider auch jemand gestorben. Ich habe, wie ich seit 6 Wochen bei einer Routineuntersuchung, ich habe mich natürlich noch mal untersuchen lassen, bevor ich gedacht habe, ich komme nach Köln, festgestellt, dass ich ein Geschoss im Hinterkopf habe, das eigentlich nur vom IS stammen kann. Und ich habe eine gebrochene Schulter. Ich habe hier 3 Freunde, die ein bisschen auf mich aufpassen. Sie haben einen einzigen Auftrag, sicherzustellen, dass mir keiner auf die Schulter haut, wenn die kaputt ist. Sie ist mir im Gazastreifen kaputt geschossen worden. Und ich habe über die Berufe anderer Politiker und jetzt auch mal kurz und abschließend über meine gesprochen. Ich sage Ihnen, wir brauchen, wenn wir dieses Land in Ordnung bringen wollen, wir brauchen einen völlig anderen Politikertyp. Einen, der das Wohl der Bevölkerung... Dem das Wohl der Bevölkerung wichtiger ist als die eigene Wiederwahl, als die eigenen Interessen. Wo es undenkbar ist, dass die beim Organisieren von Masken anschließend 1 Million in die eigene Tasche schieben. Ich habe auch Masken. Nein, nicht ich, meine Tochter, die hier ist. Die eine Stiftung leitet, die ich finanziert habe. Die Valerie
hat 100 auch Masken gekauft, auch in China. 100.000. Und wir haben sie den Armen von München in der Arche verschenkt. Wir haben kein Geld genommen. Und das erwarte ich von einem Abgeordneten. Das ist nichts Besonderes. Für mich war das ein Termin von ein paar Stunden. Für die Valerie waren es Dutzende von Telefonaten, weil sie vor der Regierung an die Masken kommen wollte. Und das war ja nicht schwer bei dieser Regierung. Und jetzt sagen Sie, wie kriegen wir so einen Politikertyp, der an sich immer erst nach dem Wohl der Bevölkerung, nach dem Wohl des Landes denkt, der sich nicht in erster Stelle sieht, wo es doch Untersuchungen gibt, dass Politiker, wenn sie gewählt werden, sofort dran denken, nicht was habe ich versprochen, sondern sofort dran denken, was muss ich jetzt tun, damit ich wieder gewählt werde. Gibt es Untersuchungen, das ist erwiesen. Und das wollen wir verhindern und deswegen wollen wir, dass die Politiker nicht mehr 10 Legislaturperioden machen können, sondern nur noch 2 Legislaturperioden, wo sie wissen, du kannst jetzt nicht einfach nur den Menschen nach dem Mund reden, du musst jetzt schauen, dass du deine Versprechen verwirklichst. 2 Legislaturperioden. Und Wahlspenden nicht mehr Hunderttausende, sondern maximal 5.000. Deutschland darf nicht käuflich sein. Wir können, ich sage wir, ihr als Boten, wir können Deutschland wieder in Form bringen. Mit tiefgreifenden menschlichen Reformen. Und deswegen möchte ich Ihnen unseren Bauplan für ein menschliches Hightech Deutschland kurz skizzieren. Erstens, im wirtschaftlich-sozialen Bereich nicht wie die Grünen Steuern rauf, sondern Steuern runter. Vor allem für die Kleinen und Mittleren. Und ich werde Ihnen nachher auch eine Finanzierung sagen. Leistung muss sich wieder lohnen, es ist doch absurd, dass der Spitzensteuersatz von 42% bei 58.000 Euro brutto im Jahr schon greift. Ist doch alles absurd. Wir müssen auch die Unternehmen entlasten. Die deutschen Unternehmen zahlen am meisten Steuern in der ganzen Welt. Das verringert ihre Konkurrenzfähigkeit und gefährdet Arbeitsplätze. Und ich sage jetzt etwas ganz Unpopuläres, was viele Parteien denken, keiner ausspricht. Wir müssen die Kirchensteuer stoppen. Wir müssen die Kirchensteuer stoppen. In der Bibel, sage ich als Christ, und bei Jesus und bei Paulus steht nirgendwo etwas, dass ich Steuern bezahlen muss, um in die Kirche zu gehen. Oder Hochzeit zu feiern. Oder eine Taufe zu feiern. Und es gibt einen zweiten Grund, den Sie hier in Köln alle ganz besonders gut kennen, warum die Kirche keine steuerlichen Privilegien mehr bekommen sollte. Der dritte Punkt ist, ihr alle wisst, wie schwer es ist, im Zentrum einer Großstadt wie Köln zu leben. Ist doch gar nicht mehr finanzierbar. In München genauso, Hamburg auch. Wohnungen sind nicht finanzierbar. So, die Linken und die Grünen sind dann gekommen und haben gesagt, Mietstopp. Das hat dazu geführt, dass viel weniger Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden in Berlin und dass die Investoren ihr Geld in andere Dinge investiert haben, nicht mehr gebaut haben. Wir sagen, wir sollten im ersten Jahr, in dem wir mitwirken können, statt 300.000 Wohnungen für junge Menschen 1 Million Wohnungen in Deutschland bauen. Und das ist unser zentrales Ziel. Wohnraum schaffen. Und um es konkret zu sagen, das heißt, das Ziel muss sein, dass eine junge Familie oder eine ältere Familie mit 10% Eigenkapital in der Lage sein muss, sich eine Wohnung zu kaufen, zu bauen oder ein Häuschen zu bauen. Das heißt, wenn das 300.000 oder sowas kostet, muss, wenn einer dann 30.000 mit seiner Frau gespart hat, muss das reichen, um ein Haus zu bauen. Wir müssen das Bauen und das Wohnen erleichtern.
Wohnungseigentum ist ein Menschenrecht. Und deswegen müssen wir dafür, nicht nur für die Großen, müssen wir Kredite zur Verfügung stellen. Der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Kredite müssen absetzbar sein von der Steuer und so weiter. Ich kann hier nur skizzieren. Viertens, ich habe drei Kinder und erlebe also aus der Ferne all die Probleme, die junge Familien haben. Unsere Partei, wir plädieren dafür, dass junge Familien in Zukunft ein Wahlrecht bekommen, ob sie bei der Geburt eines Kindes das Kind in die Kita geben wollen oder ob sie 3 Jahre lang unterstützt vom Staat bei ihrem Kind bleiben wollen. Da könnte jemand sagen, das ist doch altmodisch, nur Kitas sind toll. Wir werden auch Kitas unterstützen. Nein, das gibt den Menschen zum ersten Mal eine echte Wahlmöglichkeit zu sagen, und ich sage nicht nur die Frau, auch der Mann könnte sagen, ich bleibe zu Hause. Zu sagen, ich bleibe bei dem Kind, weil das Wichtigste, da höre ich aber mit meinen elterlichen Ratschlägen auf, das Wichtigste für ein kleines Kind zwischen 0 und 3 Jahren ist die Geborgenheit, die familiäre Geborgenheit. Das ist ein hohes Gut. Und wir sollten die Eltern und die Mütter nicht herunterreden, wenn sie bei ihren Kindern bleiben. Und wir sollten sicherstellen, dass sie nicht wirtschaftlich ins Bodenlose fallen, wenn sie sagen, wir bleiben beide zu Hause. Wie gesagt, auch der Mann kann das übernehmen. Ich will an der Stelle einfach nur noch mal sagen, dass die reden alle über Frauenrechte. Das Lebenseinkommen einer Frau in Deutschland ist ungefähr die Hälfte von dem eines Mannes. Das ist nicht in Ordnung. Und da muss man sich was überlegen, nicht nur sagen, ihr dürft ihn vorstellen. Das ist ein zweitrangiges Problem. Am Ende verdienen sie nichts. Wir werden fünftens diesen richtigen Programm und am Anfang eines Wahlkampfes müssen wir auch programmatisch sagen, was wir wollen. Wir werden und wollen den Generationenbetrug beenden, den Betrug an jungen Menschen, der darin besteht, dass bei allen sozialen Leistungen, die der Staat beschließt, nie dran gedacht wird, dass die Jungen das eines Tages zurückzahlen sollen. Wird nie dran gedacht. Der Scholz macht Schulden, dass es kracht und er sagt, ich habe noch Spielraum. Das ist einfach gelogen. Der hatte vor Corona schon 2000 Milliarden Euro Schulden. Sagt er, ich habe noch Spielraum. Wenn Sie, ich schaue jetzt auf irgendeine junge Dame, Ihren Freund oder Ihren Ehemann fragen, ob ihr euch ein kleines Auto leisten kann, und der hat 70.000 Schulden und der sagt dir, ich habe noch Spielraum. Was sagst du ihm dann zu ihm? Du sagst, er ist ein Lügner. So, was ist Herr Scholz? Lügner! Das sage ich nicht. Der Bundesrechnungshof hat gesagt, die Finanzpläne dieses Ministers sind alle falsch. Der nennt falsche Zahlen. Die schwersten Verpflichtungen, wie beispielsweise Beamtenpensionen, sind alle nicht in der Finanzplanung drin. Der schreibt nur das rein, was er will. Alles verfassungswidrig. Ist ihm völlig wurscht. Er zahlt es nicht zurück, die jungen Menschen zahlen es zurück. Und schauen Sie, wir haben ein Problem, wofür die Älteren auch nichts können. Jetzt finanzieren 2 junge Menschen, 3, einen Rentner. In Zukunft werden immer weniger junge Menschen die Rentner finanzieren müssen. Und das führt zu dem Ergebnis, dass das, was ihr in die Rentenkasse einzahlt, nie mehr zurückkriegt. Die Bundesregierung sagt, die Renten sind sicher, das hat schon die CDU gesagt, das sagt die jetzige Regierung auch. Nein, die sind total unsicher, total unfinanzierbar. Was sicher ist, ist, dass die Menschen, die heute in die Rentenkasse zahlen, das, was sie einzahlen, nie mehr zurückkriegen. Und das wollen wir beenden. Wie kann man das beenden? Wir wollen es beenden, indem wir sagen,
Die Bundesregierung muss jedes Jahr einen Generationenbericht vorlegen, in dem ganz offen gesagt wird, wie trifft die soziale Leistung, wie trifft jene soziale Leistung, welche Bevölkerungsgruppe. Dass man genau weiß, wer das bezahlen muss. Viele junge Leute haben doch keine Ahnung bei Corona, dass sie die Kosten zahlen sollen. Bei der Rente, dass sie ihre Rente nicht mehr zurückbekommen. Dass die Beträge ständig steigen. Sagt ihnen keiner. Nennt man Generationenbetrug. Wir wollen ihn beenden. Und als sechsten Punkt sage ich, ich weiß schon, meine Tochter hat gesagt, bring nur 3 Punkte. Aber ich will Ihnen sagen, was wir vorhaben, weil diese Leute Ihnen nicht sagen, was sie wirklich vorhaben. Als sechsten Punkt sage ich, wir brauchen eine andere Bildungspolitik. Eine völlig andere Bildungspolitik. Wir brauchen eine Bildungspolitik, in der ich schlage jetzt nicht die 25. oder 250. Bildungsreform vor. Aber ich sage, die digitale Ausbildung muss gewährleistet sein. Lehrer müssen Computer haben und die Kinder auch. Wir haben von unserer Stiftung gerade 100 Kindern in München ein iPad, also wir ist die Valerie, ein iPad geschenkt, damit die eine Chance haben mitzukommen. Wir müssen unsere Kinder in die digitale und unsere Lehrerrevolution mitnehmen. Wir müssen sicherstellen, dass die Lehrer das Material, das man an einer Schule braucht, die Schulen verfallen und die Lehrer werden nicht unterstützt, wenigstens das Material haben. Ich habe verstanden, er sagt mehr, aber er hat nur gesagt mehr. Und der zweite Punkt einer guten, fairen Bildungspolitik heißt Inklusion. Das heißt, wir müssen die Ärmeren mitnehmen, wir müssen die Bildungsschwachen mitnehmen, wir müssen die Menschen aus bildungsfernen Einkommensgruppen. Ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, wie das mit Kindern ist, wenn ein Kind in dieser Corona-Zeit, und das dauert ja schon über ein Jahr, nach Hause kommt, und die Mutter eben ihm nichts erklären kann. Und er hat auch kein iPad, wo ein Freund ihm was erklären kann. Kann doch nicht sein. Wir müssen die einschließen. Die gehören zu uns dazu. Das nenne ich Inklusion. Und das werden wir forcieren. So, jetzt sagen Sie sich, wie wollt ihr das finanzieren? Richtig. Frage ich auch immer die Bundesregierung. Die sagt, durch Steuern, ihr zahlt. Das heißt, das sagt sie nicht. Sie sagt einfach Steuergerechtigkeit oder so irgendetwas. Ich finde einen Teil der Steuern sowas von ungerecht. Ich sage einen Teil, nicht alle. Ich zahle meine Steuern. Wir wollen die Finanzierung in erster Linie durch Abbau der überbordenden und anmaßenden Bürokratie finanzieren. Was Bürokratie bedeutet, habe ich gerade hier in Köln erlebt. Liebenswerte Polizisten und dann ein Gesundheitsamt, das wir jeden Tag durch einen Anwalt gebeten haben, bitte sagt uns die Auflagen. Die haben uns signalisiert, es gibt Auflagen. Und jeden Tag bekamen wir aus ganz Deutschland Anrufe, können wir kommen, können wir nicht kommen. Wir haben gesagt, wir können nichts sagen. Wir haben gesagt, wir haben die Veranstaltung am Samstag. Ihr müsst es uns jetzt sagen. Das war Montag. Am Freitag um 9 Uhr haben diese Leute das uns gesagt. Solche Leute braucht dieses Land nicht. Samstagmorgen. Das ist hinterlistig. Dann sind wir vor das Verwaltungsgericht. Dann sind wir vor das Verwaltungsgericht gegangen, haben erwartungsgemäß verloren, weil das Verwaltungsgericht gesagt hat, ihr müsst 2 Meter Abstand halten. Haben wir gesagt, wieso 2? In Köln, auf allen Märkten, Plätzen sind es 1,5. Wieso wir 2 in der frischen Luft? 2. Wir unterstützen das Gesundheitsamt. Ich bin gestern mit dem Flugzeug, nur um mal zur Arbeit von Behörden zu sprechen.
Ich müsste eigentlich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Beamten des Gesundheitsamtes einlegen. Ich mach's nicht, ich habe keine Zeit dazu. Sie können nicht der einen Gruppe sagen, 1,5 Meter sind gesund und der anderen, die Sie nicht so richtig mögen, sagen Sie 2 Meter. Und das können Sie vor allem da nicht machen, wenn in München, wenn in Köln Sitz der Lufthansa ist. Ich bin gestern mit der Lufthansa aus Berlin gekommen. Da sitzen Sie zu 6 in einer Reihe. 30 Zentimeter Abstand zum Nachbarn. Und dieses Gesundheitsamt macht nichts. Die sitzen hier. Und immer, wenn einer von uns gegessen hat, hat er seinem Nachbar seinen feuchten Atem ins Gesicht geblasen. Und der hat zurückgeblasen. Und so haben wir uns angeblasen. Und dann kommen wir hierher und hören 2 Meter. 30 Zentimeter bei der Lufthansa. Sitz Köln. Was macht das Gesundheitsamt? So, ich habe gesagt, Bürokratieabbau. Bürokratieabbau, es gibt eine wissenschaftliche Erkenntnis, die heißt, die Bürokratie wird mit ihrem Wachstum, dadurch, dass sie größer wird, nicht besser, sondern schlechter. Immer. Also wenn Sie eine kleine Firma haben und haben mehr Häuptlinge da oben sitzen als Arbeiter, dann ist irgendwas falsch und es geht auch daneben. Die Wirtschaft, da gehören mein Handwerksmeister alle dazu, die Wirtschaft hat Kosten von über 40 Milliarden jedes Jahr durch die Bürokratie. Und wir wollen, dass es in Deutschland erstens weniger Bürokratie gibt, weniger Gesetze gibt und weniger Staat gibt. Und wir werden das verändern, das Land. Schauen Sie, kann mir einer von euch erklären, warum wir Regierungspräsidien brauchen? Kann mir einer erklären, warum wir Regierungspräsidien brauchen? Das ist eine völlig überflüssige Sache, die Milliarden kostet. Und so leisten wir uns eine bürokratische Ebene nach der anderen. Und unser Ziel ist nicht die Zahl der Polizeibeamten, die auf der Straße für unsere Sicherheit eintreten, zu reduzieren. Unser Ziel ist nicht die Zahl der Lehrer, der beamteten Lehrer zu verringern. Unser Ziel ist die Zahl der Verwaltungsstellen, bei denen nur die Akten von links nach rechts geschoben werden, um ein Drittel zu verringern. Das sind 50 Milliarden für unsere Bevölkerung. Und da kommen immer wieder bei Veranstaltungen und wenn man darüber spricht, da kommen dann Leute und sagen, was? Die Grünen, natürlich die Grünen. Wir brauchen gerade jetzt viel mehr Staat, jetzt brauchen wir Staat. Jetzt, das hat doch gezeigt, Corona, wir brauchen mehr Staat. Also der Staat soll die Wirtschaft machen, bei den Grünen macht der Staat alles. Brauchen wir mehr Staat? Was hat der Staat bei Corona geschafft? Hat er die Masken geschafft? Nein. Hat er die Tests geschafft? Nein. Hat er den Impfstoff geschafft? Nein. Nichts hat er geschafft. Zum Teufel mit dieser Regierung. Der Berliner Flughafen, den der Staat geführt hat, die Stadt Berlin. Planungsbeginn 1993, ich glaube im Jahr 2020. Nach 27 Jahren waren sie fertig. Und er hat nicht 800 Millionen gekostet, sondern 7 Milliarden statt 800. Die Welt lacht über den Berliner Flughafen. Und die Grünen, die SPD, die Linke wollen mehr Staat. Und wir sagen, wir wollen einen schlankeren Staat. Liebe Freunde, wir wollen eine intelligentere Klimapolitik. Wir halten das Elektroauto für einen Irrweg. Über 90% oder andersrum, die Klimakatastrophe ist ein globales Problem. Und globale Probleme, die also auf der ganzen Welt auftauchen, muss man auf der ganzen Welt lösen, also global lösen, nicht nur in Deutschland.
90% der Menschen, praktisch alle Menschen in Afrika, Indien, Asien, Lateinamerika, in den armen Ländern, können sich ein Elektroauto nicht leisten. Wie wollen Sie das Klimaproblem lösen mit einer Antwort, nämlich Elektroauto, die sich nur 10% der Welt leisten können, die Deutschen, die Norweger, die Franzosen? Das ist doch keine Lösung. Wir werden in 10 Jahren 1,5 Milliarden Verbrennerautos auf der Welt haben. Wir haben jetzt schon 1,3, 1,4 Milliarden. Teilweise uralte Verbrennerautos in Afrika, im Iran, in Indien. Ich habe das angeschaut. Die fahren diese Autos 50 Jahre lang, 60 Jahre lang. Und wenn sie wenn der Motor auseinanderfällt, wird was dran gepappt und dran gehämmert, was man sich auf den Schrott halten holt. Die fahren diese Autos 50 Jahre. Und was wir für diese Menschen brauchen, ist kein Elektroauto, das sie sich nicht leisten können. Keine Elektrobatterien, die sie sich nicht leisten können. Wir brauchen für diese Menschen einen CO2-freien, nicht fossilen Kraftstoff. Und den kriegen sie durch grünen Wasserstoff, aber nicht durch das Elektroauto. Zwei große Parteien, die CDU und vielleicht die SPD, aber es ist keine große mehr. Zwei große Parteien, CDU und SPD, sagen den Leuten, mit dem Elektroauto lösen wir das Problem. Für 10% der Menschheit. Ist doch keine Lösung. Die große Lösung kriegen sie über den grünen Wasserstoff. Und der wird von Altmaier, wenn ich das gelinde mal sage, behindert. Grün, wenn ich sage, grüner Wasserstoff, meine ich etwas, was auf der Basis von Sonnen- und Windenergie aus den Sonnenwüsten der Sonnenstaaten dieser Welt gewonnen wird. Das sind also auch gleichzeitig Lösungen für Afrika, gleichzeitig Lösungen für Asien, Lösungen für Lateinamerika. Meine Damen und Herren, und wenn wir über Klimapolitik, das ist ein zentrales Thema dieser Zeit, sprechen, dann sage ich, wir brauchen auch weltweit Aufforstung. Eine weltweite Aufforstung, ein Thema, was von den Politikern aller Parteien kaum angesprochen wird. Wir brauchen massive Investitionsprogramme in die Regenwälder des Amazonas, des Kongo. Das sind die Lösungen. Globale Probleme muss man global lösen. Und als ich mich aufgemacht habe, mit Wissenschaftlern zu sprechen über Klimapolitik und als wir dieses Programm gemacht haben, habe ich nicht gedacht, dass die größten Schwächen der Politik dieser Regierung und auch der Grünen im Bereich der Klimapolitik haben. Dass sie einfach in eine Richtung marschieren und den Menschen sagen, wir haben die Lösung, Elektroauto, und sie haben keine Lösung. Und darf ich dazu einen abschließenden Satz sagen? Wir sind nur Gäste auf dieser Welt. Und wir haben, so wie Sie gestern auf diesem Rasen sind, und wir haben als Gäste diesen Planeten der nächsten Generation, für die wir kämpfen, so mindestens so zu hinterlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Mindestens so. Und wir nehmen das ganz ernst. Und wir schlagen Lösungen vor, mit denen man nicht nur viel Geld verdienen kann. Dieser Truck, für den haben wir grün, der wird gefahren mit, wenn ich das richtig sehe, mit Biodiesel, ja. Und in 1 bis 2 Jahren werden wir ihn mit klimaneutralem Wasserstoff fahren können. Der jetzt noch von der Bundesregierung behindert wird. Aber ich wollte Ihnen sagen, es gibt noch andere Lebewesen, die Gäste auf dieser Welt sind, an die wir auch denken sollen. Das sind Tiere. Das sind auch Gäste dieser Welt. Ich brauche keine Stimmen der Tiere zu gewinnen, aber ich sage Ihnen, Tierschutz spielt eine zentrale Rolle für unsere Partei. Und ich kann mich da gar nicht toll hinstellen. Ich bin kein Veganer. Ich habe das zu spät kapiert. Und ich gebe das ganz offen zu. Aber um da ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben, werden wir in Südtirol, wo die Familie einen Hof besitzt, einen großen Stall bauen, einen Gnadenhof.
in diesem Herbst. Und in diesem Gnadenhof wird es Hasen geben, Schweine geben, Schafe geben, zwei Esel, da nehmen wir schon drei. Selbst die Zweijährige lacht schon. Und dann wird es Hühner geben und einen Hahn. Der Hahn ist das einzige Problem, weil die Nachbarn signalisiert haben, dass der sehr früh anfängt zu krähen. Und jetzt ist unser einziges Problem, wie finden wir eine Stelle auf dem Grundstück, wo der Hahn krähen kann und wo die Menschen schlafen können. Aber diese Tiere werden erst dann sterben, wenn das Schicksal es so beschlossen hat. Die sterben, wenn sie sterben. Sie werden nicht geschlachtet werden. Sind wir ein Gnadenhof. Und wir sollten gelegentlich daran denken, wie gesagt, dass wir nicht die Einzigen auf dieser Welt sind. Und ich möchte zum Schluss wenigstens etwas über Friedenspolitik sprechen. Wir werden Deutschland wieder zu einem Land des Friedens machen. Einem ehrlichen Land des Friedens. Und ich sage Ihnen jetzt auch unpopuläre Dinge. Wir werden uns auch für den inneren Frieden einsetzen. Und wenn wir uns für den inneren Frieden einsetzen, sind zwei Dinge fundamental. Wir müssen, ob wir es wollen oder nicht, unsere Migrationspolitik ändern. Und das sagt Ihnen jemand, ich habe mich seit 40 Jahren um das Schicksal von Flüchtlingen gekümmert und für sie eingesetzt. Seit 40 Jahren. Ich habe als junger Abgeordneter, ich war 39, und da ist die Sowjetunion in Afghanistan eingefallen und Millionen Menschen sind über den Hindukusch nach Pakistan geflohen und hatten null Unterkunft. Und ich habe damals als junger Abgeordneter 20 Millionen D-Mark gesammelt für diese Flüchtlinge, damit die saubere Zelte hatten zum Schlafen, damit die was Gutes zu essen hatten und damit sie Medikamente hatten. Ich habe Flüchtlinge aus Peshawar in Pakistan nach Deutschland eingeflogen, die verbrannt waren, und bin zwei Jahre lang jede Woche ein oder zweimal in ihr Bett gestanden. Das Schicksal von Flüchtlingen ist etwas, was mir sehr nahe geht, weil ich es sehr miterlebt habe. Und seit dieser Flüchtlingswelle 2015, 2016 habe ich jeden Heiligabend mit den Flüchtlingen in den großen Lagern von München Flüchtlingskaserne verbracht und denen ein grandioses Mahl bereitet. Nicht an irgendeinem Weihnachtsfeiertag, an Heiligabend. Bei uns war Weihnachten dann immer zwei Tage später. Und sie bekamen mindestens so gut zu essen wie wir. Und sie sind... Ich habe die bedient und die kamen teilweise in fünf Jacken. Haben immer wieder die Jacke gewechselt. Haben gedacht, ich merke es nicht. Am Schluss haben sie gemerkt, dass ich es gemerkt habe. Und wir haben alle gelacht. Weil sie fünfmal den Teller voll haben wollten. Weil sie verzweifelt waren. Weil sie Hunger hatten, weil sie nichts zu essen bekamen. Nichts Gescheites, immer nur Pampe. Weil sie gesagt haben, was habt ihr uns erzählt? Ihr habt doch gesagt, wir schaffen das. Ihr habt doch gesagt, kommt alle. Die sind reingelegt worden von ihren Schleppern, die ihnen versprochen haben, Häuser, Autos, tolle Jobs, haben die Schlepper. Und da haben sie ihr ganzes Vermögen, 30.000, haben sie eingesammelt in der Großfamilie, um nach Europa zu kommen. Betrogen von den Schleppern, betrogen von einer Regierung, die gesagt hat, wir schaffen das. Nichts haben sie geschafft. Nichts. Es war die Bevölkerung, die den Flüchtlingen geholfen hat. In einem schönen Haus, in einem schönen Park, in einem schönen Kaserne, die sitzen in Abschiebegefängnissen. Wir schaffen das, hat diese Frau gesagt. Nichts hat sie geschaffen, wenn ich Gäste reinhole. Und das muss man machen. Dann sind es wirklich Gäste und ich muss sie als Menschen behandeln. Deswegen sagen wir, auch wenn das nicht populär ist, bei der nächsten Welle, und die wird wieder kommen, die Politik hat sich doch nicht geändert. Wir machen Kriege, es gibt weiter Kriege, die Handelspolitik gegenüber diesen Ländern ist eine Katastrophe.
und die werden weiter fliehen. Bei der nächsten Welle sollten wir lieber weniger aufnehmen, aber die, die wir aufnehmen, wir können viel aufnehmen. Die, die wir aufnehmen, sollten wir wie Menschen behandeln, wie Gäste, wie Freunde. Und nicht so wie der grüne Tübinger Oberbürgermeister, der sagt, die blonden Mädels von Tübingen müssten sich vor diesen arabischen Flüchtlingen fürchten. Das ist Hass-Speech, Hassrede. Das ist auch noch mein früherer Wahlkreis, mein Gott, ist der runtergekommen. Und wir sollten die Ursachen der Flucht bekämpfen. Das hat doch einen Grund, warum die Menschen fliehen. Zum Beispiel unsere Kriege, zum Beispiel unsere Handelspolitik. Wir sollten mithelfen, dass diese Menschen eine Chance haben in ihrem eigenen Land. Und der zweite Punkt, der eine riesige Rolle spielt bei innerer Sicherheit und innerem Frieden, ist, wir müssen den Rassismus und die Islamfeindlichkeit in diesem Land entschlossener bekämpfen. Das ist eine solche Schande. Schauen Sie, ich kann es ja gar nicht sagen. Ihr wisst, dass ich 180 bin, also habe ich diesen Diktator vorher miterlebt. Ich habe in einer Zeit gelebt, als die Juden umgebracht wurden. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es einen ähnlichen Hass nochmal geben würde. Und dieser Hass richtet sich in erster Linie, leider in erster Linie gegen Muslime. Und die Regierung spricht das nie aus. Sie kurft immer drumherum. Sie sagt, wir müssen kämpfen gegen Antisemitismus, einverstanden, und Rassismus, einverstanden. Sie wird nie sagen, Islamfeindlichkeit. Ich habe dieser Tage mit dem früheren Bundespräsidenten Wolf gesprochen. Den Mann haben sie fertig gemacht, weil er gesagt hat, was historisch klar und bewiesen ist, der Islam gehört zu Deutschland. Auf! Hat gereicht! Weg! Kann doch nicht sein, dass in Deutschland eine Partei Wählerstimmen bekommt, weil sie auf eine Religion hetzt. Kann nicht sein. Christen sind nicht mehr wert als Juden und nicht mehr wert als Muslime. Ich weiß, es ist kalt, ich friere auch. Und ich nähere mich immer mehr dem Ende, seit dem ersten Satz, den ich gesprochen habe. Das haben so die Reden an sich. Ich habe einen afghanischen Mitarbeiter, 38 Jahre alt, heißt Banta. Und ich fuhr mit Spanta durch München, durch eine kleine Straße, und da sahen wir auf dem Korridor einen jungen Juden mit der Kippa. Und da sagte dieser Muslim, Spanta, zu mir, wir wussten, die Straße führt in ein ganz enges, schwieriges Gebiet von München, und da sagte Spanta zu mir, wissen Sie, wenn ich so einen Juden sehe mit der Kippa in Deutschland, dann möchte ich eigentlich aussteigen und zu ihm gehen und ihm sagen, darf ich dich nach Hause begleiten? Das ist Menschlichkeit! Das sagt ein Muslim! Das ist Menschlichkeit, die ich meine. Kann ich dich nach Hause begleiten? Weil natürlich ein Jude auch so viel wert ist wie ein Christ oder ein Muslim. Alle Menschen sind gleich. Das ist die zentrale Botschaft unserer Partei. Und wir stehen dafür. Wenn jemand sagt, Sie sind für Muslime, dann sage ich, so ein Quatsch. Ich bin für alle Menschen. Ich bin Menschenfreund, ich bin Christ. Und ich bin auch für Juden. Aber ich bin auch für Muslime. Die sind genauso viel wert wie ich. Und lassen Sie mich abschließend, das habe ich schon dreimal gesagt, ich kriege ja eine von meiner Tochter übergebracht. Äußerer Frieden. Als Friedenspartei sind wir natürlich eine Partei, die sich auch für Frieden in der Welt einsetzt. Schauen Sie, jetzt sind die gerade aus Afghanistan, haben beschlossen, aus Afghanistan rauszugehen. Nach 20 Jahren, seit 20 Jahren werde ich fertig gemacht, weil ich sage, dieser Krieg ist scheiße. Und die, wissen Sie noch, was, nein, Sie wissen es nicht mehr, doch, Sie wissen es, was die gesagt haben, warum sie hingehen.
Sie gehen dorthin, damit die kleinen afghanischen Mädchen wieder zur Schule gehen können und weil sie Brunnen bohren wollten. Das haben die uns gesagt. Lügen! Und jetzt kommen sie zurück und haben verloren und die Taliban haben gewonnen. 20 Jahre! Ich habe ein Waisenhaus dort gebaut für die Kinder, deren deutscher Oberst hat zu Tode bomben, deren Eltern ein deutscher Oberst hat zu Tode bomben lassen in Kunduz. Das ist das schönste Waisenhaus von Afghanistan und so traurig. Und dieser Oberst ist anschließend zum General befördert worden von der Bundesregierung. Welche Schande! Über 100 Menschen getötet, mit einem Irrsinnsbefehl, mit einer Lüge. Er hat gesagt, das weiß ich von seinem Vorgesetzten, einem hohen General, er hat gesagt, ich habe Feindkontakt. Er war kilometerweit von allen Feinden entfernt. Zum General befördert. Und Friedenspolitik heißt Entspannungspolitik statt Konfrontation. Da bin ich ganz nah bei Willy Brandt, den ich als junger Abgeordneter kritisiert habe. Ich habe auch dazu lernen müssen. Das ganze Leben ist ein Lernprozess. Man sollte das auch zugeben. Und ich frage mich, wenn Entspannungspolitik der Weg zum Frieden ist, was hat diesen amerikanischen Präsidenten Biden, der ja auch sympathische Züge hat, dazu gebracht? In einem Interview an einer vorbereiteten Stelle, da merkte man, er wartete, und dann kam die Frage zu sagen, Putin sei ein Mörder. Was hat diesen Mann dazu gebracht, so etwas zu sagen? So etwas zu sagen, von dem er weiß, dass es für die nächsten 4 Jahre ein vernünftiges Verhältnis zwischen Russland und Amerika unmöglich macht. Was hat diesen Mann dazu gebracht? Ein Mann, der ein Volk anführt, der eine Regierung anführt, die die meisten Menschen auf der Welt umgebracht hat in den letzten Jahrzehnten. Es war doch nicht Russland, es war Amerika. Er selber. Er hat alle Kriege mitgemacht. Und der geht hin und sagt, Putin ist ein Mörder. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, wir sollten viel weitergehen. Ich glaube, wir sollten eine strategische Partnerschaft, wir sollten nicht nur keine Konfrontation mit Russland haben, wir sollten eine strategische Partnerschaft zu Russland haben. Eine richtige Partnerschaft. Und dann Wandel erreichen durch Annäherung. Wenn Sie was für Nawalny über dessen Vergangenheit ich hier nicht zu ausführlich sprechen möchte, also manche sagen, einer der schlimmsten rechtsradikalen Faschisten Russlands, Hasser anderer Kulturen, aber ich bin nicht einverstanden, wie er behandelt wird. Aber die, die das kritisieren und so auch kritisieren dürfen, die sollten auch kritisieren, wie die Amerikaner und die Engländer und die Deutschen Assange behandeln. Das sollten sie auch kritisieren. Und die sollten kritisieren, dass auf Guantanamo immer noch Leute sitzen. Da setzt sich keiner von unseren Helden ein. Und was man auch wissen sollte und sehen sollte, man darf ja ein bisschen seinen Verstand einschalten, wenn unser Außenminister Maas den Putin watscht und immer wieder denen sagt, wie die Welt geht, sollte man vielleicht nicht vergessen, Russland ist 50 Mal so groß wie Deutschland, Herr Maas, 50 Mal so groß. Und wenn wir Streit und Krieg hatten, europäische Länder, Frankreich oder Deutschland mit Russland, dann zerbrach Europa. Und er sollte daran denken, dass eine der mächtigsten, zweimal so groß wie Amerika, ist Russland. Wir sollten eine kluge strategische Partnerschaft haben und wir sollten in dieser Partnerschaft versuchen, die Probleme zu lösen. Und wir könnten viele lösen. Und wir sollten auch an eines denken, wenn wir über Russland sprechen. Russland ist nicht perfekt. Keiner sagt es. Wir sind auch nicht perfekt. Wir haben den Russen versprochen, wir rücken mit unseren Truppen nach der Wiedervereinigung, wir die NATO, nicht nach vorne. Versprechen gebrochen. Natürlich ist die NATO nach vorne gerückt. Und dann wundern wir uns
über Reaktionen der Russen. Aber es gibt noch einen Punkt, es gibt einen moralischen Punkt. Ich habe Ihnen vorhin meine Position zu Deutschlands Verhalten zu den Juden gesagt und ich sage Ihnen auch, ich finde es gut, dass wir unsere Vergangenheit bewältigt haben. Aber wenn Vergangenheitsbewältigung richtig ist, wenn es richtig war, dass Adenauer die Hand des ersten israelischen Premiers Ben-Gurion ergriffen hat und wenn es und um Verzeihung bat, wenn es richtig war, dass Ben-Gurion diese Verzeihung angenommen hat, muss man da nicht auch mal nachdenken, dass wir Deutsche 27 Millionen Bürger der Sowjetunion ermordet haben? 27 Millionen! 27 Millionen! Und der Herr Maas meint, er müsste die Russen mindestens einmal in der Woche abwatschen. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Und ich bin auch für eine strategische Partnerschaft mit der Türkei. Wir können weiter so machen, dass wir auf Erdogan rumprügeln. Denen geht es doch nicht um Erdogan, die wollen die Türken klein machen. Wir sollten das Verhältnis mit der Türkei ausbauen. Die Türkei hat eine grandiose Vergangenheit als Osmanisches Reich. Die Türkei war ein Land, was uns nie in schwierigen Situationen in den Rücken gefallen ist. Und wir haben der Türkei fast 50 Jahre lang versprochen, sie wird Mitglied der EU und wundern uns jetzt, dass sie manchmal im Quadrat rumspringt und nicht alles macht, was wir sagen. Und Türkenhass, der fast so verbreitet ist wie Islamfeindlichkeit, ist ja wirklich das Dümmste, was es, wenn einer historisch gebildet ist, überhaupt gibt. Die Gentechnik, die Genforschung kann bis in jedes Detail herausbekommen, wo wir herkommen. Also ich zum Beispiel. Oder du. Oder er. Wir Mitteleuropäer, wir glauben, wir sind die geborenen, blonden, blauäugigen. Ach, Pustekuchen. Vor 35.000 Jahren sind die aus Afrika, die Mitteleuropäer, gekommen und haben in Mitteleuropa als Jäger und Sammler gelebt. Vor 35.000 Jahren. Und unsere Vorfahren waren nicht blauäugig und blond, sondern dunkelhäutig. Wir waren dunkle, wir kamen ja aus Afrika. Also ich sehe, das wird zu einer Vorlesung. Und dann kamen vor 8000 Jahren aus Anatolia unzählige Menschen und brachten uns die weiße Hautfarbe und Ackerbau und Viehzucht. Das sage nicht ich, das ist gentechnisch, gentechnologisch. Standard. Die Anatolier haben uns, die Türken, die Anatolier haben uns die weiße Farbe gebracht. Und dann kam 3000 Jahre später, entschuldigen Sie, dass es fast eine Vorlesung geworden ist, dann kam 3000 Jahre später nochmal eine riesige Gruppe, wahrscheinlich bei einer Epidemie, wahrscheinlich nach einer Pest, aus Südrussland, die bestand aus einer Mischung aus Südrussen und Iranern. Also, wir sind auch zum Teil Iraner und die haben uns die Grundsprache mitgebracht. Das heißt, wir Mitteleuropäer, wir sind Mischlinge. Und wenn wir uns hinstellen und sagen, wir müssen Deutschland schützen vor den Farbigen und Braunen, die da aus der Türkei und aus arabischen Ländern kommen. Hallo, der Herr Gauland ist zum Drittel ein Türke. Er weiß es bloß nicht. Ich würde mich als Türke darüber nicht freuen. Der allerletzte Punkt, wir sind für einen Stopp aller Militäreinsätze auf der Welt. Aller deutschen Militäreinsätze. Weil wir sagen, es ist ehrenvoller, eine Träne zu trocknen, als Ströme von Blut zu vergießen. Eine Träne trocken. Eine Träne. Und deswegen brauchen wir auch nicht diese Unmengen von Waffen. Es gibt andere Wege. Wenn ich feststelle, dass der Gegner eine bestimmte Rakete aufbaut, muss ich die doch auch nicht haben. Ich könnte doch zu ihm gehen und sagen, lass uns Abrüstungsverhandlungen führen. Lass uns über Abrüstung reden. Haben wir in unserer Zeit gemacht.
Da haben die Russen die SS-20 abgebaut und wir die Pershing abgebaut. Abrüstung! Und ich habe unsere Partei, wir haben noch eine wichtige Idee. Alle, die im Bundestag für Krieg stimmen, 4 Wochen an die Front. Und ich sage Ihnen, oder Kriegskrankenhaus, wo Sie einmal sehen, was das heißt, wenn die Mutter zum letzten Mal das Tuch vom Körper ihres Kindes nimmt, um es noch einmal zu sehen, damit die wissen, was sie tun. Das Schöne wäre, es gäbe viel weniger Kriege, wenn die selber hin müssten und die Hosen voll haben. Erinnern Sie sich noch an den Herrn Entwicklungsminister Niebel, der mit diesem Militärkäppi, mit dem hatte ich eine Diskussion im Fernsehen und da haben wir uns gefetzt und anschließend haben wir uns unterhalten, da habe ich gesagt, gehen Sie doch einmal mit mir in Afghanistan, da war gerade Kunduz, einmal mit mir in ein Kampfgebiet, einmal dahin, worüber Sie ständig reden, kommen Sie einmal mit. Und da hat der Niebel gesagt, so ein Kerl, ein Baum von Mensch, hat er gesagt, das erlauben mir meine Antiterrorschutztruppen nicht. Ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die Antiterrortruppen Ihnen das nicht Ihnen vorschreiben, wohin Sie gehen. Da hat er gesagt, die Kanzlerin kann auf mich nicht verzichten. Ein Jahr später war er nicht mehr mit. So kann es gehen. Aber er ist weich gefallen. Er ist heute Lobbyist, Berater der großen Waffenschmiede Deutschlands, Rheinmetall. Und liefert die Waffen dorthin, wo er sich nicht hintraut. Was ist das für eine Moral? Dieser Mann ist Waffenhändler geworden. Und war vorher Entwicklungsminister. Aber hat er Angst, dorthin zu gehen, wo er jetzt die Waffen abwerfen lässt? Superstrategen! Ganz, ganz peinlich. In einer Nussschale zusammengefasst heißt das, was wir wollen. Wenn wir sagen, wir wollen Deutschland wieder aufbauen, heißt das für uns nicht nur Wohlstand für alle. Das war der Slogan von Ludwig Erhard. Es heißt auch Respekt für alle. Respekt für alle. Menschlichkeit für alle. Frieden für alle. Weil wir alle gleich sind. Das ist unser Programm. Und deswegen ist das, was ich Ihnen heute ein bisschen zu lange vorgetragen habe, das sind nicht kleine Korrekturen an dem Regierungsprogramm der jetzigen Regierungen oder Oppositionsparteien. Das ist eine humanistische Revolution, die wir wollen. Eine gewaltfreie Revolution für die Menschlichkeit. Dafür stehen wir. Wir wollen in einem Satz Freiheit, das die großen Werte der europäischen Zivilisation immer noch vorgeheucht, nie verwirklicht. Wir wollen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit endlich verwirklichen, statt sie anderen Kulturen und anderen Menschen um die Ohren zu hauen. Das wollen wir. Wir nehmen unsere Ideale ernst und werden sie nie aufgeben. Und ich bin auch optimistisch. Ich bin optimistisch, wenn unser Land diesen Weg geht, dann liegt das Beste noch vor uns. Natürlich weiß ich, dass unsere Gegner stark sind. Ich habe sie nicht im Gesundheitsamt vermutet. Ich habe auch Fehlentscheidungen getroffen. Ich weiß, wie stark unsere Gegner sind. Ich weiß, dass die CDU wahrscheinlich die reichste Partei Europas ist und wir wahrscheinlich die ärmste. Wie kann man, wie wir vorschlagen, dass man nur 5.000 Euro spenden darf? Und dann kriegen wir manchmal eben nur 5 Euro. Aber ist egal, wir werden für unsere Ziele kämpfen und wir wissen von Gandhi, jeder weiß das, von euch, am Anfang ignorieren sie uns, dann lachen sie über uns, dann beschimpfen sie uns und dann werden wir siegen. Wir sind angetreten, um zu siegen. Wir wollen gewinnen. Gemeinsam mit euch können wir auch gewinnen. Ich danke euch.
ich einige Freunde hier auf die Bühne bitten, die so mitgeholfen haben, dass wir diese Veranstaltung gegen alle Widrigkeiten jeden Tag am Telefon bekannt geben mussten. Nein, wir wissen nicht, welche Auflagen es gibt, die das aufgebaut haben. Nastassja, Mimi, Sarah, Freddy, dann na, das ist ein Team, ne? Team Tonhöfer. Das sind die Menschen, die uns tragen. Das sind die Menschen, die die Arbeit machen. Ohne die ich gar nichts machen könnte. Und ich habe jetzt wahrscheinlich, Freddy, die Hälfte vergessen. Bist du sicher? Okay. Vielen Dank, der Landesvorsitzende von Hessen, die der strategische Kopf. Ich muss ja immer schauen. Oh, ich darf ja gar nicht, Moment, liebe Polizei, nicht übel nehmen. Ich ziehe meine Maske sofort wieder auf. Sarah, Pressesprecherin, Nastassja, Vorstand. Und der, nicht der Rest, der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, vergesst uns nicht, werbt für uns, ihr seid unsere Boten. Danke und ein schönes Wochenende. Tschüss.